Bewusstsein. Ich bin weder Ohren, noch Zunge, noch die Sinne des Riechens und Sehens. Ich bin auch nicht aus Raum, Luft, Feuer, Erde, noch Wasser. Ich existiere jenseits den groben und feinen Elementen. Ich bin reine Wahrnehmung, Glückseligkeit, zugehörig zu Gott, ein Diener meines geliebten Herrn. Lebenskraft, noch die Lebenslüfte. Auch bin ich nicht die Kapazität zu verstehen und zu analysieren. Ich bin nicht Gewebe, nicht die subtilen Ebenen der Identifikation und auch nicht die Funktionen und Organe, die diesen Körper bewegen. Also weder Hände noch Füße, noch die Organe der Fortpflanzung und Entleerung. Ich bin reine Wahrnehmung, Glückseligkeit, zugehörig zu Gott, ein Diener meines geliebten Herrn. Alles, was mich umgibt, sind vorbeiziehende Phänomene der materiellen Natur. Doch mein Wesen ist nicht Teil davon. Ich habe kein Gefühl für Ego und Stolz. Ich habe keine Position in der Welt, noch Ansprüche oder religiöse Verdienste. Ich wünsche mir weder Genuss noch Befreiung. Ich bin reine Wahrnehmung, Glückseligkeit, zugehörig zu Gott, ein Diener meines geliebten Herrn.
Na buniam, na papam, na sokyam, na dukam, na matram, na tirtam, na veda, na yagya, aham oder falsches Handeln bin ich, und auch weder Freude noch Leid kenne ich. Das sind nur illusionäre Zustände der oberflächlichen Identifikation. Als Seele werde ich nicht berührt durch religiöse Rituale. Ich bin sogar jenseits des inneren Raumes, jenseits aller Gedanken, jenseits aller Gefühle, jenseits aller Emotionen. Ich werde nicht erlangt durch Weisheit und ich bin auch nicht die Tätigkeit. Ich habe keinerlei Verbindung oder Ansprüche zu den Resultaten meines Tuns. Ich bin reine Wahrnehmung, Glückseligkeit, zugehörig zu Gott, ein Diener meines geliebten Herrn. Pita naiva mi naiva mata janma na bandur na mitra guru naiva shisha chidananda rupa weder Tod noch Angst. Auch habe ich keine Verbindung zu den unendlichen Unterschiedlichkeiten der menschlichen Natur. Weder Vater noch Mutter habe ich. Ich wurde nie geboren. Weder Freunde noch Verwandte kenne ich. Ich bin weder ein Lehrer noch ein Schüler. Ich bin reine Wahrnehmung, Glückseligkeit, zugehörig zu Gott, ein Diener meines geliebten Herrn. Aham Yemekal Binirakaradopi Viputva Sarvatra Sarvendriyanam Najasanatam Naiva Muktirna Meyas Chidananda Rupa Shivaham Shivaham. Für mich als reine Seele hat es noch nie Geburt oder Tod gegeben. Ich bin nie entstanden, entstehe nicht und werde nie entstehen. Ich bin ungeboren, ewig, immerwährend und urerst. Ich habe keine Verbindung zu allen sich wandelnden Formen. Ich durchdringe den gesamten Körper. Ich bin diese unvergängliche Seele.
Ich bin unberührt von allem Wandel, jenseits der Sinne und jenseits von Bewusstsein. Ich bin nicht berührt von Aktionen und Reaktionen. Obwohl der Körper mit Sehen, Hören, Berühren, Riechen, Essen, Bewegung, Schlafen und Atmen beschäftigt ist, bin ich mir in jedem Moment bewusst, dass ich in all dem nichts tue, so wie ein Lotusblatt unberührt ist von Wasser, so bin ich unberührt von all dem, was sich wandelt. Ich bin reine Wahrnehmung, Glückseligkeit, zugehörig zu Gott, ein Diener meines geliebten Herrn.